Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Visage. Ja, beim letzten Mal hat uns der nette Herr, vielleicht ist er auch nett, ich weiß es nicht, durch die Gegend geführt. Oh, guck mal, ein Bug. Durch die Gegend geführt und hat uns dann hier zu diesem Gemälde gebracht, wo dann dieser komische Stab drin war, der Haken mit Griff. Und ich vermute jetzt mal ganz stark, dass ich mit dem die Leiter hochkomme zum Dachboden. Werde ich hier verrückt, weil es dunkel ist, oder? Einfach aus Prinzip? Jo, man merkt den Unterschied. Also, natürlich nicht. Habe ich mir in der Tat zufällig... eine Glühdirne. Die funktionieren hier wohl offenbar nicht. Achso, die sollen gar nicht funktionieren. Okay. Ja, interagieren geht nicht. Gut, dann gehen wir erstmal ein Stückchen runter, wo es wieder heller ist. So, zum Dachboden. Hier ist ja die Garage wieder. Da wollte ich jetzt eigentlich nicht lang. Da ist noch eine Glühbirne zur Not. Unser Inventar ist ja noch nicht voll. Packen wir einfach mal einen ein. Oh, noch ein Feuerzeug. Was brauchen wir mehr? Ich würde sagen, wir brauchen Feuerzeuge immer mehr. So, wie rannte man in dem Spiel? Ah, so. Wo Rennen ja immer sehr relativ ist hier. Wir müssen hier auf jeden Fall diese Treppe finden, die nach oben führt. Oh, war schon immer so schön dunkel hier. Kann ich das hier mal ausmachen? Ja, das ist jetzt immer mit Spiegel hier. Ah, hier hat jemand das Licht ausgemacht. Hallo, böses Wesen, irgendwas? Okay, nein. Ist jetzt ein Kreis gerannt? Nee, ich glaube nicht. Nee, bin ich nicht. So, genau. Da schwebt schon wieder was in der Luft. Noch ein Feuerzeug. Ja, ist mir das voll, das glaube ich euch. Ugh. Ja, denn hoch auf den Dachboden und... dann dürft mir, glaube ich, langsam Angst bekommen. Ja, kriegst du aus Reichweite, habt ihr recht. Mich ging ich da finden. Das kann ich hier nicht verwenden. Ich hätte jetzt gedacht. Ah, okay, man muss perfekt stehen. Alter! Mach nicht so die Geräusche, du Treppe. Tja. Gibt's so den Lichtschalter? Nee, aber dafür gibt's gruselige Mucke. Ich soll mich nicht zu lange aufhalten hier. Okay, das ist nur Deko. Oh Mann. Nicht cool. Ja, hier hört man schon. Knacken. Das ist der Schaukelstuhl bestimmt, den wir gehört haben. Ich glaube, das bedeutet mein etwaiges Ableben. Da schaukelt er ohne jemanden drin. Gibt es hier noch irgendwas, bevor ich weitergehe? Kann ich eine Kerze aufstellen? Habe ich eine? Natürlich nicht. Ach, immer mutig drauf. So, ich vermute jetzt mal, da kommt gleich ein toller Jumpscare. Bevor wir aufhören. Auf der Welt, da steht Sonne und Tee erst verschlossen. Okay.
So, jetzt haben wir. Das war gerade, glaube ich, auch nicht da. Ach, was kann schon schief gehen? Oh, so viele schöne Gemälde. Ein Kunstfan. Okay, Moment. Babyphone. Es gibt noch keinen Hinweis, welcher Schlüssel hier passt. Okay, also. Die Lampe geht hier gar nicht. Ich meine, es ist hell, aber wer weiß wie lang. Gut. Es scheint Teile zu fehlen, ja, das stimmt. Bin ich voll eurer Meinung? Okay. Ernsthaft? Oh, was haben wir hier so schönes gekritzelt? 503? Lagerbare wichtige Gegenstände. Wichtige Gegenstände, die mehr verwendet werden können, kannst du in der Welt lagern. Achte auf deine Umgebung, diese Lagermöglichkeiten zu finden. Okay. Ja. George Andenken. Wir haben den Namen. Neben Dolores haben wir jetzt auch noch George. Mal ein bisschen umgucken. Okay. Auf dem Kästchen ein Musikalsymbol ist verschlossen. Ich werde wohl kaum von der Kassette ins Schloss knacken können. Ich schon nichts zu sagen. Steht in der Tür quasi jemand? Was reflektiert da? Ja, okay, das kann auch vielleicht das Licht sein. Da will ich mich jetzt mal hier nicht zu sehr verbeißen. So, die Frage ist erstmal, wie kommen wir jetzt dann hier weiter? Hat ja geklackt, vielleicht ist die Tür nicht mehr verschlossen. Die Tür ist weiterhin verschlossen. Hoch komme ich auch nicht. Ich habe den Greifhaken und eine Audiokassette. Das heißt, ich muss hier irgendwas übersehen. Die Bilder kann ich auch alle nicht. Also das, womit ich interagieren kann, ist sehr gering. Da! Audiotapes. Vorhin ging schon auswählen. Ja? Gegenstand einlagern. Nein. Gegenstand aufheben. Moment. Oh, man muss das erst so machen, okay. Dolores' symptoms are aggravating. Doctors tell me it's become very hard to pinpoint the exact disorder. They tell me she's got symptoms of schizophrenia, bipolar disorder, psychosis, dementia, and more. I don't know what to do anymore. It feels like the treatments are only making things worse.
Today she told me she often hears her own voice whispering a sequence of 5 numbers through the baby monitor. She said it's the key to her inner house. What does that even mean? What am I supposed to do? Okay. Lagern. Okay. Also George und Dolores waren höchstwahrscheinlich ein Paar. So, bei Dolores war es jetzt so ähnlich wie bei Lucy, wenn ich das recht verstanden habe. Medikamente haben nicht wirklich was gebracht. Ihr Zustand wurde schlimm und es ist ja diese komischen Zahlen. Sieht aus, als würde etwas fehlen. Ja, noch ein Schuh. Ja. Also auch sie scheint irgendwie besessen, wahnsinnig, was auch immer zu sein. Gefunden, Kartoffel, toll. Jetzt ernsthaft, soll ich denn hier aufs Bett liegen? Ja, sieht aus, als würde was fehlen. Der. Shit, was und wo? Ha, verdammt, ich hab's wieder nicht gesehen oder mitgekriegt. Ich sehe die Auswirkungen. In den Spiegel geht's nicht besonders. Das Ding ist nach wie vor verschlossen. Herrgott. Die Schuhe sind verschwunden. Das heißt, die ganze Kleidung. Ah, okay. Dadurch hat sich die Tür wieder geöffnet, okay. Ah, hier geht's um auf, Verzeihung. Oh toll, eine Blutspur oder sowas. Das bewegt sich. Och. Vermeidest du zu lange im Dunkeln zu stehen? Na komm, wir laufen einfach los. Ja, okay, aber ich sehe nicht mehr Schlangenlatsche. Okay. Ah, jetzt darf ich ja dich mal. Oh, hier schwebt das Feuerzeug. Ich glaube, mein Inventar ist voll, ne? Genau. Okay. Jetzt will ich aber ehrlich sein. Oh, das ist der Hinweis, den wir suchen. Alter, was hat die gemacht? Blutspur ist ja quasi untertrieben. Ich mach irgendwas Geräusche. Naja, folgen wir gedankenlos der Spur. Das kann schon schief gehen. Was ist das? Also die Nabelschnur, ein Darm oder sowas. Okay. Gar nicht creepy. Ein pulsierendes, giftiges Loch. Echt, wir gehen da rein? Ja, okay. Ich seil mich hier mal an der Darmstuhl oder an den Darm ab. Okay. Alles cool? Alter. Alter, ich find's ja doch nicht so cool. Da bewegt sich was. Das war der Kerl, oder? Naja, im Gegensatz zu mir kennt er wohl den Weg. Okay.
Spiegel, wie hübsch. Klar, man darf wieder das Feuerzeug nicht benutzen. Problem ist, da draußen kommt gerade wunderbar die Sonne rein und bei mir spiegelt sich hier die Hälfte. Also vorher sah ich ja nichts, jetzt sehe ich fast nichts. Okay. In irgendeinem Spiegel wird bestimmt was zu sehen sein. Ich höre auf jeden Fall auch irgendwelche Geräusche. Und der Spiegel steht ein bisschen hervor, oder? Jetzt sieht nur so aus. Okay. Was wollt ihr mir sagen? Es funktioniert nicht. Ich renne jetzt einfach in die Dunkelheit. Gut. Okay, also das kann auch nicht die Lösung sein. Ich kann mit keinem Spiegel ernsthaft interagieren, zumindest. Oder ich habe die entsprechenden Stellen nicht gesehen. Ist hier irgendwie einer anders als die anderen? Weil geringfügig anders sind sie ja. Haben die Zahlen drauf? Nee, das ist nur irgendein Symbol. Ich bin mir noch nicht sicher. Das sieht anders aus hier. Da läuft jemand hinter mir. Das war auch die alte Frau, das war Dolores. Okay. Jetzt hier Dolores gesehen. Aber es ging nicht weiter. Ich wäre gerade rückwärts gelaufen. Wenn man ihren Pfad verfolgt, würde die ja theoretisch hier lang laufen. Da hängt jemand. Ich umdrehe, sehe ich natürlich keinen. Jumpscare? Okay. Ich kann hier ein bisschen mit dem Licht irgendwie experimentieren. Also sie hat sich selbst erhangen. Sehen die Spiegel jetzt quasi die Geschichte?
Sie steht hinter mir und guckt mich an. Ich glaube, sie will mir nichts Gutes. Oh, jetzt ist er. Scheiße! Ach, ich wusste doch, Jumpscare. Na gut, dann ab, ne? Albtraum, ne? Jo. Okay. Wer hätte das gedacht, die Schalter klappen nicht. Oh, und... Okay. Alles ein bisschen durcheinander hier. Abgefahren. Da ist ein Kratzer auch in der Wand. Das ist nicht gut. Wenn das euer Wissen wieder ein Spiegel. Moment. Da kann ich nichts erkennen. Und ihre Spiegel sind quasi jetzt überall, ne? Blut, oder? Nö. Huch. Nee, so war's nicht gemeint. Was haben wir denn hier? Schauen wir uns mal um, sehen wir jetzt was? Oh! Mit dem Hammer durch die Scheibe! Okay. Ich jetzt den Hammer und kann die verprügeln? Nein. Von der Logik her ist aber der Hammer von innen mit dem Stab nach außen gestoßen worden, ansonsten wäre die Scheibe komplett hin. Ja, ich glaube, gleich kann ich mich wieder erschrecken. Spiegel. Können wir das den Autoalarm ausschalten? Ich finde ein bisschen nervig. Okay. Mein dynamisches Inventar ist voll. Ich kann jetzt den dynamischen Inventar packen. Den werde ich bestimmt brauchen. Schmeiß mal weg. Ha, ha, ha. Ich kann ihn vielleicht nicht lagern, aber darf ich ihn in die Hand nehmen? Moment. Jo. Ich werde ihn bestimmt brauchen, der hat man hart nur nicht umsonst hergelegt. Gut. Ich glaube, jemand möchte nicht, dass wir hier lang gehen. Aber ich kann auch den Hammer nicht gegenschlagen, also. Oder? Du musst in beiden Händen greifen. Ach, wie doof ist das denn wieder? Eine Zweihandwaffe. Klingt ja fast niedlich. Klack. Okay, also ich nehme jetzt erstmal wieder ein Feuerzeug auf.
Und auch wieder vertrogen. Oh, fallen lassen wollte ich dir aber nicht, das Feuerzeug. Stimmt, das war ja hier so, wenn man zu schnell wechselt zwischen Inventar und so. Dass er dann ja Probleme macht. Okay, gut. So, eine Scheibe ist eingeschlagen. Schuhe. Apropos Scheibe einschlagen. Da ist keine Tür. Okay. Ach, wieder dieses Slow-Mo. Okay. Meist lang im Dunkeln zu stehen, ja, dann renne ich jetzt hier durch. Wow! Der kann ja richtig Speed drauf kriegen! Ich glaube nur an die Passage, das ist so gewollt, glaube ich. So, jetzt wird es bestimmt gleich wieder unschön. Hallo, Wohnung. Spiegel. Ach, sind wir dann in den allseits beliebten Keller? Ich frage mich ja echt. Hm? Donald Ender Kids, hier ein Elektrohazard. So, wir versuchen das jetzt mal ganz, ganz vorsichtig. Ach nee, ich muss es erstmal ausmachen. Ich ganz vorsichtig. Shit. Hat er es trotzdem auf den Boden geschmissen? Hey, ich war ganz langsam. Ich habe mir echt alle Zeit gelassen. Ich habe gesehen, wie es im Inventar gelandet ist. Naja. Mit so einem Hammer kann man eigentlich auch eine Tür einhauen, ne? Ja, eindeutig Inventar. Ah, ich darf ihn gerade nicht mehr verwenden. Okay. Gut, wir haben keinen Schlüssel und wir haben auch keinen Hinweis, welchen wir brauchen. Das heißt, hier geht es definitiv erstmal nicht lang. Entweder war das jetzt richtig gut, was ich gemacht habe, oder richtig schlecht. Das wird sich aber wohl noch zeigen. Kerze? Jo. Wenn ich eins gelernt habe, dann dass man Kerzen am besten gleich anzündet hier. Achso, das hat sich doch eingestellt. Okay. Die Steuerung, ey. Jetzt bin ich noch nicht sicher. Habe ich jetzt irgendwas verpasst schon wieder? Okay. So, von da kam der Stromraum ist zu. Hat der Raum kein Licht? Ja, ich möchte gerne interagieren. Da steht zwar da, aber ich darf nicht.
Hier gibt es auf jeden Fall ganz viel Spielzeug. Kerzen! Ich soll das mir nicht verscherzen. Entschuldigung. Der Spruch war wirklich nicht gut. So. Jetzt lernen wir wieder mit dem Menü umzugehen. Ah. Ja, schaffen wir es irgendwann. Das ist so, so unglaublich unschön. So, wir möchten gerne tauschen. Ja. Jetzt würde ich die gerne mal hier abstellen. Warum darf ich das nicht? Okay, stellen wir uns auf dich abstellen. Gut. Kann nichts aufheben. Also hier, weiß nicht, das scheint jetzt irgendwie buggy. Ja, noch eine Kerze, versuch's mal dort. So. Ich darf nur mit B aus dem Menü rausgehen. Frage oder Fragen, wo geht's lang, wo müssen wir hin? Ach, hier sind immer so viele Wege. Also auf der anderen Seite der Tür, also. Ist irgendwie weitergekommen, irgendwie auch nicht, ne? Ich hab schon wieder das Gefühl. Das Licht unten war vorher, glaube ich, noch nicht. Aber ich sehe doch was Schönes. Die Möglichkeit, ein bisschen Krach zu machen. Und irgendwie gefällt es ihr nicht. Ja, ich hab's gemerkt. Ich war wieder zu eilig. Ich laufe jetzt einfach hier lang. Ich habe keine Ahnung, wo ich lang muss. Ich weiß ungefähr, wo ich bin. Aber ich habe keine Ahnung, wo ich lang muss. Ugh. Halten, untersuchen. Hä? Ich will erst eigentlich, weiß nicht, was ich irgendwie untersucht haben soll. Ich habe es nicht mitgekriegt. Ach, das sieht doch typisch aus für Schreckmoment. Vielleicht kriegst du es mit einem richtigen Werkzeug auf. Ich habe viele Werkzeuge zur Auswahl. So, Moment. Das muss man wieder so machen. Oh, Leute, was heißt mit einem richtigen Werkzeug? Ich krieg das Ding auch so auf. Verspreche ich euch. Gib mir den Vorschlaghammer oder das Klemmding. Theoretisch sogar nichts von beiden. Ich krieg das auch auf. Wow. Vielleicht kriegst du mir den richtigen Werkzeug auf. Hm.
Das kannst du hier nicht verwenden. Das richtige Werkzeug, um Fenster zu öffnen, wenn man Vorschlaghammer und Greifhaken hat. Was soll das sein? Ohne Witz, das braucht man, um Fenster zu öffnen. Ich weiß es wirklich gerade nicht. Na gut, wir latschen einfach mal hier weiter rum. Ja, da war vorher der Weg von ihr. Oh. Noch ein Fenster. Also, nicht. Ein Spiegel, meine ich natürlich. Da sitzt da jemand? Ich vermute jetzt mal hier. Ja, hier liegt irgendwo ein Feuerzeug von mir. Okay, ich finde es nicht. Die lagern wir erstmal. Das ist Schwamm. Okay. Gut. What took you so long, George? You know when tea time is, and yet you always find a way to be late. Were you in your study room again, scribbling nonsense and talking to your recorder? I'm beginning to think you love your work more than me. Ach, alles gut. I know you tire of me. Oh, yes. I know you'd have me gone in a heartbeat if you could. It's just fine. I'm sorry. I'm just tired. Would you be a doll and fetch me some of my special tea? You know where it is. Nee, sag mal. I'll wait here, George. Bin ich jetzt bescheuert? Das ist ein Schlüssel. Ich will den Schlüssel. Cool. Teekiste. Okay. Sie anzusprechen könnte jetzt eventuell mein spontanes Ableben bedeuten, oder? Ah, ich darf sie nicht mal angucken. Ich will ehrlich sein. Das ist ein bisschen fies von mir, aber ich traue mir nicht so ganz, ihr den Rücken zuzudrehen. Aber ich muss. Ach, ihr Tee. Liebe Dolores, ich würde dir gern deinen Tee holen. Ist auch so dunkel, ich finde hier nicht zurecht. Mach mal Licht an. Tee. Nee, das ist raus und kann das. Train? Okay, ist auch eine Art Barriere. Man lässt mich auch nicht weiter an sie ran. Das ist doch scheiße, Leute. Entschuldigung. Also, falls ich irgendwo eine Teekiste finde, weiß ich, wo ich hin muss. Hier irgendwo sein? Obwohl, dann würde ich ja so selber machen. Die sind ja nicht doof. Steht so überall interagieren? Hey, überall nicht, nur dort, aber das hilft mir auch nicht weiter. So, und da ist mein Feuerzeug, das wir jetzt wieder haben. Gut, wir suchen Dolores Teekiste. Irgendwie. Und ein Werkzeug. Dolores? Ich habe nicht vor, dich zu verlassen. Ich weiß ja nicht wie.
Okay, Teekiste suchen und irgendwas. Es hängt. Das ist schlecht. Okay. Hier kommt, fällt irgendwas runter, oder? Blätter. Okay. Okay, wir kommen dann hier auf jeden Fall weiter. Guck mal kurz, ob ich speichern kann. Nein. Wäre jetzt so ungefähr nämlich an der Zeit vom Gefühl her. Gut. Ja. Dann machen wir halt weiter. So, einschlagen darf die Tür nicht. Geht auch nicht. Gut. Dann klopfen wir noch mal an. Hier finde ich bestimmt keinen Tee. Gut. Tapfer schreiten wir vor. Gut, dann mache ich hier wahrscheinlich dann spontan mal einen Cut irgendwie. Auch wenn ich ihn speichern kann. Gut, ich sag schon mal bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich mache direkt hier weiter. Ich kann jetzt nicht speichern. Mache hier einen direkten Cut und ja, beim nächsten Mal machen wir dann auch direkt hier weiter. Hoffe, es interessiert euch. Ich bin aktuell noch gespannt. Verstehe aber nicht so ganz, was passiert ist. Wir wissen jetzt ja eigentlich nur, dass Dolores ein bisschen verrückt geworden ist. Und ich weiß nicht, wer Twain ist. Auf jeden Fall, bis zum nächsten Mal. Und mögen die Gaming-Götter euch heute sein. Tschüss.